Willkommen zurück. In eine hervorragende Mutters Wacht. Wir hatten hier ein kleines Techtelmechtel mit den Schattenkaja. Die Leute bei YouTube werden natürlich jetzt sehen, dass gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Bis gleich. Ja, bis später, Kiki. Mach's gut. Achso, ich bin schon wieder zurück. Aber wir müssen jetzt mit der Almutter sprechen, die uns das letzte Mal, als wir hier drin waren, nicht mit uns reden wollte. Das macht aber nichts. Wir haben jetzt viel, viel mehr herausgefunden. Und das bedeutet... Hey, Leute, du bist zurück. Wo kam die Stimme her? Tep? Ah. Du. Ich. Hallo, Resch. Bewachst du immer noch die Latrine? Oh, du bist ja sehr glücklich. Du bist genauso glücklich wie vorher auch. Gib mir Kraft und Mut. Hallo, Mädels. Urmutter segne dein Nora-Kind, das nie vom Glauben abgefallen ist. Du bist wieder da. Gestrauchelt. Also, bist du nun zurückgekehrt? Pff, nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Also, vergiss deine Ängste, ignoriere sie und steig durch die Luke. Du hältst mich nicht auf. Weißt du, Urwister, ich habe immer so diese Herd- oder Kopf-Dinger gemacht. Diesmal sage ich mal, du hältst mich nicht auf. Ich kämpfte mich durch eine Armee, während du in dieser Höhle hocktest. Und du willst mich stoppen? Aloy, das ist nicht notwendig. Woher weißt du denn, was notwendig ist? Was es mich gekostet hat, hier zu sein. Jetzt, in dieser Höhle. Es ist mein Geburtsrecht. Ihr werdet es mir nicht noch einmal wegnehmen. Identity-Scan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Tja, Aloy, das war mal ein Move, ne? Das hast du dir schon jahrelang so gedacht, so, yay, ich wandere da so voll souverän durch und lass den Rest einfach hinter mir stehen. Du bist also drin. Oh. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Also dann, gucken wir uns wie immer natürlich hier um, damit wir auch bloß nichts links liegen lassen. Das Getuschel wird jetzt eh ziemlich groß sein, was da passiert. Ah, hier ist eine verschlossene Tür. Vielleicht kommen wir da irgendwann noch durch oder wieder zurück. Wir werden es sehen. Hier war doch auch irgendwas. Ne, hier ist nur eine Ecke. Hier sieht es wiederum ziemlich gut aus. Gar nicht so runtergekommen wie an anderen Stellen. So. Tatsächlich sieht es hier um einiges besser aus. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Na, halt die Klappe, Silent.
Ich meine, der Name hat schon seine Bedeutung. Einfach mal Fresse halten. Okay, aber hier ist echt eine ganze Menge und ja, man sieht es. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Hier ist ja noch mehr. Zum Beispiel das Ding hier. Schauen wir mal. Gestation 39 ein und, oder B1 39 81, keine Ahnung. Gestation, nichts Interessantes. Irgendwelche coolen Sachen. Wow, Panic Roll. Und das ohne Panik zu haben. Nice. Seal of Approvement. Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Wir haben hier einige Malereien. Und diese Malereien haben sicherlich eine Bedeutung. Ich glaube, das sind die ersten Malereien der Nora, würde ich sagen. Bevor sie diesen Bunker verlassen haben und nicht mehr reinkommen konnten. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Wie groß ist denn dieser Komplex? Ah, okay. Schau hier nochmal ein bisschen weiter. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. 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 Okay. Hier wird eine neue Zivilisation gegründet, würde ich sagen. Aber irgendwie nicht so, wie sich Gaia das, glaube ich, vorgestellt hat. Gaia ist halt eben auch nichts weiter als ein Computer. Und ich wette mit euch, Gaia dachte sich, Kinderhüten ist einfacher. Kinderkrippe. Mal gucken. Kinderkrippe. Aufgabenzuteilung aus... Aufzuchtphase abgeschlossen, Nährstoffspeicher leer. Okay. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Tja. Kann man auch nichts anderes machen. Aber wie man sieht, der Plan hat tatsächlich funktioniert. Oder zumindest zu einem gewissen Teil. Die Pharaoh-Roboter wurden quasi besiegt. Und die Menschheit entstand an dieser Stelle aus dem Nichts. Quasi. Beeindruckend. Ziemlich beeindruckend, tatsächlich. So, hier oben geht's irgendwie weiter. Gucken wir uns erstmal in dem Raum um. Ich finde mich schon, dass wir hier ein bisschen hin und her gucken müssen. Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Ja, schon cute. Und hier haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Ich glaube, ziemlich lang. Sonst würden die bestimmt nicht diese... ganz bestimmt nicht diese ganzen... Sonst hätte das Ganze nicht funktioniert. Sonst wären die Stämme einfach nicht zur Welt gekommen. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch.
klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Okay. Das war definitiv schon über die Pubertät hinaus, was hier passiert ist. Und da würde ich fast meinen... Erstmal, was ist das hier? Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Okay. Sie wurden wirklich aufgezogen. Unschwer zu erkennen. Aber... dann war irgendwie Schicht im Schacht. Ich hoffe, das sind keine Särge, auf denen wir hier gerade rumlaufen. Blut? Ist das Blut? Ist das matschig? Nee, das ist nicht matschig, das ist einfach nur Rost. Aber wie viele Etagen gingen das? Ich meine, das sind ja doch schon ein paar mehr. Hier unten ist was zum Spielen, hier oben ist was zum Spielen. Das scheinen schon ein paar hundert gewesen zu sein, die gleichzeitig hier aus diesem Bunker rausgegangen sind. Ich gucke mal kurz auf die Map. Okay, ich glaube, jetzt ist nur noch dieser eine Weg da offen. Ja, hier ist noch was. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder. Der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Verständlich. Ich meine, wenn man die ganze Zeit in einem Bunker lebt und einem erzählt wird, wie toll doch die Sonne ist und die Welt und so weiter, dann denke ich mal schon, dass man irgendwann früher oder später anfängt auszurasten. Gucken wir mal, ob wir die Tür aufbekommen. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Okay. Wir sind hier mal schon mal ein Stückchen weiter als die Kinder. Moment. Wer steht da? Ach, ist das? Nee, das ist der Eingang. Ich dachte gerade, da stehen irgendwelche Leute. Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Ja, tatsächlich ist hier echt viel Platz. Willkommen, Schüler. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Tja, wie wahr? Da liegt ein Fokus. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Xamina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren.
Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. So ein Penner nach wie vor. Aber wir haben noch mehr. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Xamina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. Okay. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Ich merke, dass die alle ein und dieselbe Kassette aufgedrückt bekommen haben. Scheinbar geht es da oben weiter, was ich ein bisschen seltsam finde, weil ich der Meinung bin, dass wir von dort oben gekommen sind. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Okay, ich bin mal gespannt. Was haben wir hier? E9 Bewohner freigelassen. Gegenprobe abgeschlossen. Versiegelt, Daten archiviert. Jada, 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 jada. So viel wichtige Informationen. 3021. 3021. Das heißt, fast 900 Jahre später, 1000 Jahre, fast 1000 Jahre später sogar, ein ganzes Jahrtausend wurde hier verbracht. Und wer weiß, wie lange die hier überhaupt drin waren. Vielleicht waren die auch noch irgendwie, durften irgendwie über 40, 50, 60 Jahre oder so nicht mal hier raus, weil draußen die Luft noch toxisch ist und solche Sachen. Mies, wenn überhaupt Luft existiert hat. Elizabeth, es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn... die alle von ihnen halten sollen. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt.
Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Na, ich glaube mal, meine Theorie hat gestimmt. Wuhu. Naja, zumindest der Großteil davon. Ja gut, es war schon sehr offensichtlich an der Stelle. Muss man auch mal offen geben, oder zugeben. Aber, wow, ich sag mal, klar, natürlich muss Gaia diese Kopie erstellen von uns, damit alle Zugriffe vorhanden sind. Das war ja eigentlich, war das so der fehlende Schlüssel, der noch fehlte? Identistan Fehlfunktion korrigiert. Alufia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Was? Warum freigeschaltet? Also, ich meine, ja, wir sind hier. Aber... Okay, wir jumpen einfach mal rüber. In der Hoffnung, dass ich... Muss ich hier runter oder muss ich hier hoch? Ich glaube, ich gehe mal erstmal runter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Cooles. Irgendwie, keine Ahnung, Schokolade oder so. Tausend Jahre alte Schokolade. Auf die paar Tage kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ha. Okay. Oh, das war die falsche Richtung, in die wir gewandert sind. Gar nicht. Sind wir jetzt richtig oder sind wir jetzt falsch? Wir sind richtig falsch. Haha. Nee, wir sind hier, glaube ich... Doch, wir sind hier richtig. Und das ist die Tür, die wir vorhin hatten. Ja, sage ich doch. Aber das macht nichts. Hier geht es irgendwie noch weiter hoch, glaube ich. Nee. Geht's nicht. Na dann. Wir haben den Plan. Das wird bestimmt interessant. Oh ja, ich freue mich auch schon wieder auf die schlauen Gesichter. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Aloy, Gesalbte der Nora!
Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Barmherzigkeit der Göttin gezeigt und jetzt wird sie diese Mörder die Gerechtigkeit. Also am liebsten würde ich hier jetzt einfach mal durchgehen und jedem mit der Faust ins Gesicht. Seid stark, glauben an die Göttin. Oder zumindest einmal nur mit, nicht mit der Faust, sondern mit der offenen Hand. Ja, ernsthaft, einfach mal Slap. Für diese ganze Aktion, ich meine. Grrr. So, wir haben 3 Punkte. Wir können jetzt zumindest schon mal zurückschlagen ausrüsten. Das ist schon mal ganz gut. Dreifach Schuss. Ich habe jetzt schon Probleme mit meinen Gegenständen. Deswegen lassen wir das einfach mal. Eigentlich müsste ich jetzt unglaublich viel Zeit darin investieren, neue Materialien zu sammeln. Aber mir ist es Wurst. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Nora hier. Dieses scheinheilige Volk. Ehrlich. Aber es ist zumindest Tag. Wenigstens etwas. So, haben die Brände aufgehört? Feuerwehr unterwegs gewesen? Ja? Sehr gut. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Es ist gut zu sehen, dass die Welt hier draußen wieder heile ist, ne? Aber mir egal. Ich kreme hier jetzt erstmal die Kräuter und die Vorratskisten. Vorratskisten. Schade, davon haben wir jetzt schon wieder alles. Nee, das brauche ich später noch. Ich bin stinkig auf diese Leute. Ich bin so stinkig. Ja, selbst der letzte Penner, der uns noch, selbst nach der Prüfung, so das Messer entgegengestreckt hat mit "Für uns wirst du immer ein Ausgestoßener bleiben", macht jetzt hier einen auf. Du bist uns große Erlöserin. Grrr. Also, ich habe da so eine Idee. Ich habe da so eine Idee, die könnte man vielleicht mal in die Realität umsetzen. Ich kann doch Sägezähne einnehmen. Ich glaube, ich nehme mal so einen Sägezahn ein, schicke die hier rein in das Dorf und sage, ach so, ne, wer sich nochmal mit mir anlegt, bekommt es mit meinem kleinen Freund hier zu tun. Das wäre doch mal eine Idee. So, nebenbei tue ich nochmal ein bisschen Zeug herstellen, damit wir hier auch wieder die Kisten plündern können. Nee, irgendwie das mit Brandlöschen haben sie auch noch nicht so drauf. Okay, was erwarte ich denn eigentlich auch? Aber zumindest sind hier wieder Händler. Das ist gut. Können wir hier einmal kurz abspeichern. Und vielleicht können wir uns hier nochmal ein bisschen Kram kaufen. Rohstoffe, ein paar Drähte. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 3.900. Im Besitz 16. Moment. Habe ich vielleicht... Ich kann vielleicht auch einfach Munition kaufen. Präzisionsfeil. Kosten einmal 20. Hui. Inventar voll. Na gut, dann halt eben die Rohstoffe. Mach voll den Rucksack. 100 Stück können wir tragen. Davon brauchen wir eh viele.
So wie ich hier die ganze Zeit mit den Pfeilen durch die Gegend puste. So, noch einmal speichern. Und zum Glück sind wir hier safe. Ich mache an dieser Stelle erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns dann gleich demnächst wieder. Bis gleich.